Darmstadt im Jahr 2015. Was hat sich seit den 60er Jahren verändert? Mach mal einen kleinen Gang durch die Innenstadt und gucke an einige Stelle zurück. Wir starten an der Kreuzung Rhein-Neckar-Straße. Heute wie damals sind Verkehrsknotenpunkt. Seinerzeit hatte die Ampeln allerdings noch weiße Mäntel an und bewegte sich gebieterisch. In der Eckkneipe gab es Punktstädter und Bratwurst. Heute wird dort roher Fisch mit Jasmintee verabreicht. Ein Blick nach Süden. Links die Deutsche Bank und gegenüber wäre Platz für ein Hochhaus. Noch freie Fahrt in Richtung Luisenplatz, um dort über Kopfstabpflaster quietschende Runde um Ludwigs Füß zu drehen. Geht leider nicht mehr. Heute müssen wir hier in den Untergrund. Auf dem Luisenplatz auch damals schon reichlich Verkehr. Heute fährt dort nur noch der ÖPNV. Ruhiger und ungefährlicher ist es dadurch nicht geworden. Überhaupt, auch die Schönheit hat gelitten. Konsumschlucht Luisestraße, hätte man die Läden nicht unter die Erde legen können. Blick vom Schloss in Richtung Westen. Trotz fehlender Parkplätze sieht es heute hier irgendwie enger aus. Das Rathaus und der Marktplatz im Neuaufbau. Links das Schuhgeschäft Bagelsberg. Heute als Nachbarn rechter Hand der Bormut und der ADAC. Blick vom alten Pädagog auf die Stadtkirche, freigelegt wie eine Dorfkapelle. Rechts kommt das Gasthaus Goldene Krone ins Bild. Das einzige Gebäude in der ehemaligen Altstadt, das die Zeit überstanden hat. Seit 1975 Kultstätte für junge und nicht ganz alte. Neben der Krone des Saladinhaus und davor reichlich Platz für zukünftige Verkehrsströme. Vom Schloss ein Blick Richtung Osten, links die Alexanderstraße hin, Reste von der Stadtmauer. Wir wenden uns nach rechts, weder war damals das Darmstadium entdeckt, noch wurde Kongresscenter gebraucht. Im Hintergrund das Hallebad, heute als Jugendstilbad auch für Ältere geeignet. Davor der Baugrund fürs Justus-Liebig-Haus. Blick vom Ludwigsplatz Richtung Südwest. Im Hintergrund die Reste vom Neue Palais. Heute an der Stelle die Georg-Büchner-Anlage und das Staatstheater. Wir beenden unseren kurzen Rundgang mit einem Blick von der Ludwigskirche zum Luisenplatz und dem Fazit: Vieles hat sich verändert, nicht alles zum Besseren. Aber in Anbetracht der fast völligen Zerstörung vor 70 Jahren ist ein beachtlicher Wiederaufbau unserer Stadt gelungen.